Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wie versprochen reagieren wir natürlich auch noch Halloween in asozial, aber bevor ich mit dem Video anfange, muss ich jetzt mal mit euch meckern. Es tut mir sorry, aber ich muss mal mit euch meckern. Ich finde das mega schön, dass ihr mir so viele Reaction-Vorschläge schickt. Das Problem ist nur, wenn ihr mir zum Beispiel eine Reaction, es ist ein Beispiel, Reaction-Vorschlag schickt, Pepper Woods fliegen. Naja, also wirklich, solche Reaction-Vorschläge bekomme ich. Pepper Woods fliegen. So, dann sitze ich dann hier, ne? Ich kommentiere das ja auch, ist notiert, ich notiere mir das, will dann heute zum Beispiel aufnehmen, gib das ein und dann kommen 5 Milliarden Videos zu dem Thema. Sitze ich dann hier, ja, welches Video ist es jetzt? Von wem ist es jetzt? Oder was auch öfters mal passiert, das ist nicht schlimm, aber es wäre schön, wenn ihr euch dann korrigieren könnt. Das habe ich auch sehr oft, das hatte ich nämlich auch die Tage und heute auch. Sonst wären heute andere Reactions gekommen, wenn ihr mir einen Reaction-Vorschlag schickt und das eigentliche Video komplett anders heißt. Also nicht so wie, ihr habt mir dann irgendwie welche Stichpunkte geschickt und das Video heißt anders und dann kriege ich wieder 50, 60 Videos zu dem Thema. Also tut mir einen Gefallen, ihr könnt mir auch den Link schicken. Der Link, habe ich so eingestellt, wird erstmal von YouTube gesperrt. Ich muss es erstmal überprüfen. Kann aber den Link dann genehmigen. Ich sehe den Link so oder so. Ihr seht den dann, nee, also nicht wundern, wenn ihr einen Link schickt und ihr seht so, hä, der wird mir in den Kommentaren nicht angezeigt. Der liegt einfach dran, dass ich Links gesperrt habe, einfach dafür, dass ihr nicht auf irgendwelche Phishing-Links klickt. Aber es wäre super, wenn ihr in Zukunft... Und damit spreche ich gerade einige an, denn es tut mir leid, aber ihr müsst mir, also sehr viele, ich hoffe, ihr wisst, wem ich meine, sehr viele von euch müssen mir eine neue Reaction schicken oder wirklich den Link, weil, ja, wenn ich 50, 60, 70 Videos zu dem Thema finde, weiß ich halt nie, auf was ich reagieren soll. Ne? Schickt mir einen Link, wundert euch nie, wenn der Link nicht angezeigt wird oder wenn euer Kommentar verschwunden ist. Den muss ich dann sozusagen noch genehmigen und dann ist gut. So, los geht's. Ja. Tief unten in einem schaurigen Kellerlabor wagt ein junger Arzt den unheilvollen Versuch, sich einen Namen in der Deutschrap-Szene zu machen. Dabei scheut er weder Mühe noch Patte, um seinen Traum in die Reality steppen zu lassen. Dr. Frankenstein, ein echter Gangster! Gangster! Verdammt, sie hatten alle recht. Ich kann nicht rappen. Aber du wirst sie alle in Grund und Boden rappen. Wer ist da? Frankenstein. Ja? Süßes oder sauer? Nein. Victor ist kein Mann, wie es jeder an. Das habe ich auch mal gemacht. Die klingeln ja auch manchmal hier. Also eigentlich klingeln die öfters mal hier, aber dann ist es irgendwie hier verwegen, die wollen mir Koran verkaufen. Es hatte ich wirklich schon mal, dass sie mir einen Koran verkaufen wollten oder eine Bibel verkaufen wollten oder die wollten über Gott sprechen. Die wimmel ich auch immer ab. Aber zu Halloween genauso, wenn die bei mir klingeln. Nein. Andere ist und selbst das goldigste Kinderlachen erregt bei ihm nichts weiter. Ich hab doch selber nichts, Mann. Da soll ich schon heilen oder was mit den Leuten? Zarter machen. Milka, nix. Weil Zartes hier besser schmeckt. Nix, und da soll ich noch hier mein Essen jetzt abgeben. Jetzt das Zuhause von zu Hause aus verschönern und dein Vorteil sicher. Gab's in meiner Zeit auch nicht. Für die Leute, die hier Süßigkeiten haben wollen, ist mir egal, selbst wenn die Kinder 10 sind, die müssen irgendwo arbeiten. Dann sollen sie hier von mir aus auf dem Bau kriegen sie bestimmt hier 450 Euro Job, sollen sie irgendwo arbeiten, dann können sie sich Süßigkeiten kaufen und dann müssen sie nie hier zu Halloween hier bei Leuten betteln. So was gab's bei mir nie. Gibt's nie. Ich wurde mit 10 Jahren auf den Bau geschickt, ja. Musste Stahl tragen. Gern. Genau so war's, Gräuel. Oder? Ja, so ungefähr. Endlich ist es soweit. Igor! Meister! Ey, was los? Nee, Energie! Ja, Meister! Maximale Energie! Ich bin nicht mal auf die Welt, mein Sohn. Frankenstein! Aber Dr. Frankenstein!
sondern ich liebe Frankensteins Monster heißen, so wie den alten Filmen. So hörst du dich an, verpiss dich! Heilung! Ja, Meister! Maximaler Bass! Wir brauchen mehr Bass! Meister, es macht seinen Mund auf! Ich glaube, es will uns was sagen! Track mein Drip, Airpods im Hals drin, Kopf so dick wie der Arsch deiner Alten. Wagen geleast, doch ich werd ihn behalten. Bomberjacke, weil die Parts eiskalt sind. Frankenstein, straight out the Keller. 2 Meter groß, ja, 2 Meter Ständer. Besser als Bessie, bin 100 deutsche Rapper und Baller bei Macabella. Der Monster, du Halloween-Penner und eure Tattoos verlieren über die Jahre an Farbe. Meine Narben gehen tiefer und schreiben lange Romane. Ist jetzt gerade Julian wirklich gedoubletimed? Alten Wagen geleast, doch ich werd ihn behalten. Bomberjacke, weil die Parts eiskalt sind. Frankenstein, straight out the Keller. 2 Meter groß, 2 Meter Ständer. Besser als Bessie, bin 100 deutsche Rapper und Baller bei Macabella. Der Monster von der Halloween-Penner. Eure Tattoos verlieren über die Jahre an Farbe. Meine Narben gehen tiefer und schreiben lange Romane. Ihr kommt aus dem Ghetto, ich lag unterm Ghetto 50 Jahre Name. Bestseller in jeder Sprache. Wer ist tot als tot? Frankenstein. Wer hat den Monster Flow? Frankenstein. Wer ist grün und voll groß? Frankenstein. Bin der King of Rap, doch das wollte ich gar nicht sein. Ich wär gern Friseur. Ich glaub, das wär mega krass. Ich könnte jetzt ein bisschen assi sein. Jetzt würde ich jetzt nie unbedingt als Friseur arbeiten wollen, ne? Man weiß ja nie, wie lange die noch aufbleiben, ne? Aber es war damals, ne? Das Lied ist ja, ja, die Folge ist ja schon ein bisschen älter, ne? Damals. Da gab, wissen noch die Zeit, da ist man damals in so einen Laden gegangen, ne? Passt auf, ich weiß, das kennen viele von euch gar nicht. Und da meine ich Saturn, sagt euch das mal. Oh, Schlecker, so. Schlecker ist man dann reingegangen und hat sich was genommen. Also nicht wie heute, so dass man Amazon irgendwelche Bilder sieht, sondern man nimmt das Produkt, man packt das. Ja, ich kann jetzt hier nichts anpacken, ohne Werbung zu machen. Gut, mach ich so. Packt das so an und man kann. Das nehme ich. Ne? Ja. Das war aber nur vor Corona. Ich weiß, das ist schon ein paar Jahre schon her. Genau. War aber alles nur vor Corona. Ach, schön. Schöne Zeit. Ist das, was ich mag. Freddy Krüger. Besser Frisur. Wir müssen reden. Was los, Vater, hab ich dich nicht gut vertreten? Ich will doch rasieren, aber lieber als Friseur. Ich hab dich gebaut, ich kann dich auf die Grenze schlagen. Der gute Zeit, in der Buch zu stehen, Ehre und Ruhm zu nehmen, während die anderen Rapper doch zur Schule gehen und heimlich vielleicht ein paar Frisuren zu mähen. Frankenstein! Okay, ich schlage rein und baller Lines. Du knallst hinein in Zack und deine Mama weint. Doch kann nicht sein, dass Frankenstein das irgendwie juckt, man. Guck mal, immer schrecken bin ich wahrer OG. Deutscher Hike, das wird sogar deine Omi. Und alle Kids auch, dann hab eigenes Emoji. Nummer 1, doch eigentlich bin ich scheiße lonely. Ich wär gern Friseur. Stopp! Du willst wirklich Friseur werden? Jo. Ja, das war's wohl. Okay, nächster Versuch. Das war eh nix. Unweit dieser Geschehnisse versuchen drei kleine Bastarde zu checken, weshalb ihr Halloween-Loot so crappy ist. Fuck, Mann, ey, was haben wir denn jetzt? Ich hab Apfel. Ich hab Stein. Tipps auf Stein. Ey, das ist nicht auch was aus der Parkklasse. Sieh mal einer an. Ein rosa Lappen, eine fette Hexe. Und was bist du? Ich bin eine Leiche. Guckst du? Na, guckst Mann, du? Warum so jung? Habt ihr keine Schoki bekommen? Voila, jetzt weiß ich, wie wir Süßes machen. Korrekt, Kauknete! Ey, lass mal dein Fahrrad nehmen! Nein, auf denen sehen wir auch so kleine Bitches, Mann! Aber ich weiß, wie wir uns Fortbewegung mit. Das ist so geil! Ey, ist mal ganz ehrlich, ne? Ich würde niemals mit so einer App Sport machen wollen. Vor allem, wenn man. Stellt euch mal vor, so eine Live-App. Also so ein Live-Kurs und jeder ist zugeschaltet und ihr habt dann so eine Sportlehrerin,
die gibt euch Anweisungen, auf dem Ball zum Beispiel, wie hier gerade eben gezeigt, und ihr stellt euch mega dumm an und alle, was für ein Versager. Nee. Yo, süßes Sodasaurus, du abgefuckter Clown, gib mal gescheites Snacks her, oder müssen wir die klauen? Heide, sei mal Ehrenmann, weg mit diesem gesunden Dreck, wir wissen, wo dein Haus wohnt, mach mal Jala, bevor Messer steckt. Jetzt hol die teure Schoki aus dem Schrank auf deinen Nacken, sonst tun wir dein Haus in verschissenes Klopapier entpacken. Gib mal noch Cola, Kracher und Beefy Roll, die killen wir später für die Rostaziki-Väter, noch paar Mintos, die Freshmaker. Wir kriegen nie genug, wir werden niemals satt, sind die Könige der Nacht in dieser Stadt. Komm auch bei dir vorbei mit unserem Wagen, es ist alles ab, wollen wir es haben. Süß oder sauer, gib mal deine Bin ich eigentlich der Einzige, den die E-Scooter übelst auf den Sack gehen? Bei uns in Dresden fährt ja irgendwie jeder zweite Honk mit den Dingern rum. Und die haben ein Kennzeichen. Und die müssen ja, glaube ich, eigentlich sogar auf Fahrradwegen fahren. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und das macht ja keiner. Genauso wie die Fahrradfahrer eine große Kreuzung, weißt du, anstatt sich, wenn die schon auf der Straße fahren, sich einzureihen. Nee, querfeld ein. Ne? Und dann wundern die sich, wieso manche so ausrasten. Aber das ist ein anderes Thema. Also genauso wie mit den scheiß E-Scootern. Gestern genauso. Ne? Ich komme von Arbeit. Ich hatte auf einer Seite Kopfhörer drin. Und ich habe das Ding halt null gehört, ne? Und ich wollte gerade ein bisschen nach rechts laufen, da kommt der, es waren mindestens, 3000 km, mindestens. Kommt da einfach so, besser anstatt mal hier so zu machen, oder hier, E-Scooter kommt, ne? Das Ding hat ja noch niemand eine Klingel gehabt oder so, nee, einfach hier, also ich wäre dann wirklich fast, also er wäre mir fast reingefahren. Der hätte ich zwar nur 3 Stunden geweint, wie ein Mann, aber trotzdem, das finde ich scheiße. Ich hasse die Dinger. Mit dem Airport oder dem Völkerfernseher, denn wir haben schon genug Süßstoff. Weiß auf McDonalds da, scheiß drauf, wollen alles haben. Oder gib uns jetzt die Kies von deinem Haus und all dein Kram. Meier sind geladen, die Böller bereit. Hör mal, du greifst, wir schießen scharf vor die Völler voll live. Ey, hab nicht die Zeit, die Nacht ist bald schon vorbei. Tipps auf Waren, mein Digga, wir sind zu dritt und du nur allein. Wir kriegen nie genug, wir werden niemals satt. Sind die Könige der Nacht in dieser Stadt. AMG, Walla, Bruder, gib uns den. Wir würden auch noch die frische Tasche und Klunker nehmen. Wir kommen mal kurz rein, also hör mal auf, hier im Weg rumzustehen. Geil, Hot Wings zum Abendbrot. Sorry, Toilette im Arsch, ich war grad groß. Eure Tochter sieht voll nicht nice aus, doch wir nehmen sie mal mit. Ey, Walla, scheiß drauf, man nimmt, was man kriegt. Denken sich bei mir eigentlich die Frauen auch immer, Mann. Oh, das bin ich immer früh. Boy! Krass, Michael Myers! Ey, lass mal Selfie machen! Nee, ich bin live Rino. YOLO! Geil! Was ist los hier? Katastrophe! Raus hier! Chill mal! Lass mal erstmal sehen! Der hat doch gerade hier so ein Objekt rausgeholt und da hat er irgendwie. Wie hieß das Wort? Wie hieß das Wort? Bananen hat er, glaube ich, gesagt. Noch nie gehört. Also. Ich habe auch noch nie Bananen gesehen. Ich finde es schön, dass ich sowas auch mal sehe. Raus hier! Chill mal! Lass mal erstmal Selfie machen! Okay, ihr kriegt ein Selfie, doch dann werdet ihr gekillt. Ja, Halloween Original Hollywood Filmstar. Dein Halloween-Kostüm übertrieben cringe, Mann. Chillt mal, ihr übertrieben hässlichen Kinder. Jeder kennt eine Legende wie das Momo-Meme. Wenn man was für Halloween ohne Rebecca Wings. Seh ich euch, bin ich froh, dass ich ab 16 bin. Hauptrolle in euren Albtraumen wegen meinen Film. Wie viel hat dein Outfit gekostet? Dein Leben, alle Kids schreien und kreischen, wenn sie Michael sehen. Müsst eingestehen, ihr müsst leider gehen. Jetzt weiß ich auch, wo ich mein Bettlaken ist, wieso das oben so ein Loch hat.
Hussein? Wo? Kein Plan! Zu dem Ben, wo der Mond ist. Jungs! Ein furchteinflößendes Heulen dringt durch die düstere Nacht und erstreckt sich über Meilen hinweg, bis es plötzlich in der Dunkelheit verstummt und eine wilde Bestie ins Rampenlicht tritt. Getrieben von unermesslichem Drang und dem Durst nach Beute, streift sie durch die Streets und Fieldways. Ey, stopp, bitte, halt! Du Wichser! Fuck, Mann, was ist das für ein Dreckstag, ey? Jetzt muss ich zu Fuß gehen. Halloween-Party kann ich jetzt auch knicken. Was ist das jetzt? Also, Werwolf, oder was? Wenn sich so ein Busch bewegt, ne, würde ich einfach fragen, hier seid ihr angezogen. Ne? Was? Man will es ja nie, ne? Ein Werwolf! Nein, nicht mein Kostüm, komplett am Arsch. Oh, dann schau ich mir wenigstens den Vollmond an. Oh, geil gemacht, ey, richtig, richtig gut gemacht. Ich verteile jetzt ein paar Beulen, denn ich bin jetzt Mother in deiner Stadt. Also mach doch schon mal nackig meine Mäuschen. Jetzt geh mal, hab die Beast Edition Johns, geile neue Tritter. Endlich Haare an meinem Sack, doch das zeige ich euch später. Übergroß, mein Schwanz ist locker 50 cm. Zähne Messer scharf, jede Jacke wird zum Jäger. Keine Angst, ich esse nur Tryers, bist nicht Beuteschema. Meine Stimme tiefer als Ausschnitt von Katja Mega. Mein Shisha to go, 8-fach Minze knallt extrema. Wer kennt jeder diesen Eulen? Ich verteile jetzt ein paar Beulen. Denn ich bin jetzt Mother in deiner Stadt. Also mach doch schon mal nackig meine Mäuschen. Voller Schmuck, trage alles außer Silber. Jeder kleine Pisser weiß, dass krasser Werwolf-Killer. Ich bin Bulletproof, also versuch's, pull deinen Trigger. Komm mit Hul, klar, dass jeder Hund an will zu zittern. Lady schicken Nacktbilder mit Wolfs und Ohrenfiltern. Meine Fanboys sind Chicks und deine nur kleine Kinder. Schuhe ohne Lappen, überdreht Kappen, 12 Zylinder. Der Benz heute auf, ich komme um die Kurve ohne Blinker. Das ist auch kein Werwolf geworden, das ist wunderschön. Wir machen hier mal die Kamera aus. Das ist mein Kumpel, Ruhe. Halt ihn, halt ihn, nein! Ich hab grad gegessen, muss laufen. Nee, also ich hab's bald. Wir kriegen nie genug, wir werden immer satt. Sind die Könige der Nacht in dieser Stadt. Komm auch bei dir vorbei mit unserem Wagen. Richtig geil gemacht. Es ist Eis auf, wollen wir es haben. Das Ende war richtig cool, ne? Da habe ich mal ganz kurz so überlegt, also, als ob das so echte Tierfänger sind. Das ist halt so geil. Ah, schön, ey. Nee, war cool. War sehr angenehm. Also war angenehm zu hören, hat mir mega gefallen. Sehr cool gemacht. Musikalisch muss ich auch wieder sagen, war wieder ein absolutes Brett. Und die ganzen Easter Eggs, ne, dass man jeden schon mal gesehen hat, ne, dass man so auch, ja, die ganzen Horrorfilme, die hier kurzweilig, also die Charaktere, die gezeigt worden sind, die kennt man ja alle. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss!